Ey, du brauchst Coins, kein Problem. Schau das Video, mach einen Daumen nach oben direkt, bevor Video läuft und Abo, wenn du nichts verpassen willst. Let's go. Bevor wir auf das Mini-Release eingehen, werden wir natürlich uns jetzt erstmal die Rating-Karten anschauen und welche Karten sollt ihr vielleicht schon verkaufen und welche noch nicht. Und an der Stelle fangen wir direkt an mit, wenn ihr investiert habt, könnt ihr diese Karten jetzt verkaufen. Und zwar 89er, 88er und 87er könnt ihr auf jeden Fall jetzt schon auscashen. Ihr seht schon, dass die mittlerweile bei 26k sind. Hier haben die knapp 2k plus gemacht. Hier waren es, ich glaube, knapp 4k aus dem letzten Video und hier sind es auch nochmal 5k pro Video. Vielleicht auch so 6k im Vergleich zum letzten Video. Also diese Karten könnt ihr auf jeden Fall jetzt auscashen. Die Icon SBC hat diese Preise nach oben getrieben. Welche Karten ihr noch nicht auscashen solltet, sind unter anderem die günstigen 86er. Das sind die günstigen. Also so ein Chesney zum Beispiel, der noch unter 19k ist, den könnt ihr auf jeden Fall oder solltet ihr auf jeden Fall für 20k IV draufstellen. Der sollte sich auch sehr gut verkaufen. Generell die ganzen 86er einfach für 20k draufstellen und versuchen zu verkaufen. Das ist auf jeden Fall ein Investment, was jetzt sich auch schon ausgezahlt hat. Hier könnt ihr auf jeden Fall direkt rausgehen. Wie gesagt, stellt die wirklich für 20k rauf, nicht für 19,75, nicht für 19.250, außer ihr habt die für 16,5 geholt, dann ist das natürlich in Ordnung. Aber stellt ihr auf jeden Fall so einfach klipp und klar für 20k rein und dann sollte sich das Ganze auch sehr, sehr gut verkaufen. Jetzt kommen wir aber zu den Karten, in die wir reingehen können. Und wir können auf jeden Fall immer noch reingehen in die 85er. Natürlich, die waren jetzt in den letzten Tagen ein bisschen günstiger. Wie predicted waren die bei 13.000, 13.500 mal 12.750 habt ihr welche bekommen. Ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall in der Zeit auch investiert. Wenn ihr das nicht gemacht habt, kein Problem, geht da jetzt auch noch rein. 14k ist immer noch ein sehr, sehr guter Preis. Aber bitte achtet auf die Price Range. Das kann man nur oft genug betonen. Sommer zum Beispiel hat eine Price Range bis 17k, also zumindest der von Gladbach. Bei dem weiß ich es nicht. Bei dem sehen wir sogar, der hat eine Price Range bis zu 40k. Wenn ihr den anderen Sommer kauft, der mittlerweile auch schon bei 15.000 Coins angelangt ist, seht ihr, dass der nur bis 17k den Price Range hat. Das heißt, hier müsst ihr wirklich drauf achten bei den 85ern. Haben die eine Price Range bis 14, bis 15, bis 16k? Und sobald ihr seht, okay, 16k ist das Minimum, könnt ihr da auf jeden Fall reingehen. Das ist ein sehr, sehr gutes Investment. Die 85er sollten in den nächsten Tagen auch sehr, sehr gut nach oben gehen. Ich predikte, wie gesagt, die 17k auf jeden Fall. Außer die Price Range ist natürlich kleiner bei den einzelnen Karten. Deswegen achtet da wirklich drauf. Und im Ganzen könnt ihr hier auf jeden Fall nochmal ein paar Gewinne mitnehmen. Das heißt, aus den 86er, 87er, 88er, 89er rausgehen und in die 85er reingehen. Aber wo kann man noch reingehen? Ganz, ganz easy. Die 84er sind momentan noch bei 5.000 Coins. Die sind sogar noch ein bisschen gesunken im Vergleich zum letzten Video. Da waren die bei 5.400. Aber Leute, macht euch da gar keinen Kopf, wenn ihr die schon für die Preise eingekauft habt. Ich habe die auch für die Preise eingekauft. Stell die momentan alle für 7.900 rein. Ich verkaufe pro Tag um die 20 Stück. Also ist relativ okay dafür, dass ich die 6, 7 Mal anbiete. Aber das ist ja nicht der Sinn dahinter, sondern wir wollen ja investieren. Und 5k ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Preis. Denn in den nächsten Tagen kommt auch hier wieder Content auf uns zu, weswegen diese Karten deutlich nach oben gehen. Eines dieser Content-Sachen ist auf jeden Fall unter anderem auch der Leak, dass wir jetzt diese 84x5 SBC wiederbekommen. Die hatten wir zu den Winter Wildcards und die bekommen wir jetzt in den nächsten Tagen auf jeden Fall auch wieder. Und unter anderem solche SBCs können halt das Futter einmal komplett nach oben bringen. Dementsprechend können wir auf jeden Fall auch in die 84er reingehen. Die 83er sind immer noch hoch, immer noch bei 2k, so wie auch im letzten Video. Das bedeutet, auch hier können wir noch reingehen. Die waren da sogar teilweise auf 1800, 1700. Ich hoffe, ihr habt dazu derzeit eingekauft. Ansonsten könnt ihr auch hier noch bis 2k mitgehen. Ich denke mal auch, dass diese Karten so auf 2,6, 2,7 und mit etwas Glück sogar vielleicht auf 3k springen werden. Also in den nächsten Tagen wird SBC-Futter auf jeden Fall echt nur nach oben gehen, Leute. Also ihr könnt momentan alles kaufen von 83, 84, 85. Da ist ganz viel Luft nach oben auf jeden Fall in den nächsten Tagen und da wird auf jeden Fall einiges drin sein. Ich meine, ihr könnt das selbst schon an den 82ern beobachten. Wenn ihr die 82er UV-Liste gemacht habt, die ich euch auch in den letzten Videos empfohlen habe, dann habt ihr hier auf jeden Fall fast eure Coins schon verdoppelt, weil diese Karten einfach von dem Grundpreis von 750 Coins auf knapp 1200 gegangen sind. Und wenn ihr das durchgängig gemacht habt, dann Big GG an der Stelle auf jeden Fall. Selbst 81er Karten sind bei 650 Coins. Also wenn du immer noch nicht abonniert hast und noch nicht die Glocke aktiviert hast, dann lass auf jeden Fall jetzt mal hier einmal ein Abo da, denn morgen kommt eine Trading-Methode mit diesen ganzen Karten, wo du auch nochmal richtig schöne Coins mitnehmen kannst. Da viele jetzt auch fragen, hey Jannis, was ist denn mit den Informs? Du hast ja gesagt, die steigen. Ja Leute, die steigen safe. Ich habe in den Videos immer gesagt, wartet auf jeden Fall 2 Wochen und jetzt so langsam kommen wir in die 2. Woche erst rein. Das ist ja wie gesagt ein etwas längeres Investment. Ich kann mir sogar jetzt vorstellen, mit dem Content, der geleakt worden ist, dass wir noch ein bisschen länger warten könnten, also wirklich eine Woche nochmal dranhängen, aber wirklich maximal eine Woche dranhängen, mehr sollte dann nicht passieren.
Und dann können wir auf jeden Fall spätestens nächste Woche sehr, sehr gut auscashen. Ich denke mal, dass diese Woche auch schon die Karten ansteigen sollten. Wie gesagt, der Content ist momentan echt krass, was geleakt worden ist. Und wenn ihr es mal beobachtet habt in den letzten SBCs, ihr braucht in der Icon-SBC, die heute rausgekommen ist, einen Inform. Ihr braucht bei der Tyram-SBC einen Inform. Wir haben Flashback Balotelli geleakt bekommen. Wir haben noch eine Jovetic-SBC geleakt bekommen. Wir haben so viele Leaks momentan mit irgendwelchen Spielern, die rauskommen werden. Und die werden alle Informs, die in unseren Vereinen sind, einmal einziehen, weil viele Leute diese Karten einfach sehr, sehr gerne machen wollen. Und was passiert, wenn du keine Karten mehr hast im Verein? Sicher, du kaufst sie dann einfach. Und so wird das dann auch passieren. Deswegen kann ich mir vorstellen mit den ganzen Leaks, dass wir vielleicht noch eine Woche warten müssen. Aber das wird sich dann auf jeden Fall richtig auszahlen. Deswegen macht euch da auf jeden Fall keine Panik. Und wir gehen jetzt rüber zu dem Mini-Release der Future-Star-Karten. Und zwar haben wir da 3 Stück bekommen, aber 2 sind für uns sehr interessant. Einmal Malacia und einmal diesen Chelsea-Innenverteidiger. Ich weiß leider seinen Namen nicht. Und ich weiß nicht, ob es bei euch auch momentan so ist, aber Footbin buggt rum. Wenn du versuchst, nach diesen Spielern zu gucken, nach diesen 3 Spielern, die jetzt released worden sind, unter anderem Malacia, dann kommt dieses Error-Zeichen. Und genauso sieht das auch auf dem Handy aus. Dementsprechend springen wir jetzt einmal auf die Konsole. Und hier habe ich einmal nachgeschaut um knapp 22 Uhr, wie teuer Malacia ist. Und der ist momentan bei 347.000 Coins. Dementsprechend habe ich hier aber auch noch natürlich nach Karten geguckt, auf die geboten wird und beziehungsweise wie viel auf die eigentlich geboten wird. Und wir sehen schon, Malacia ist jetzt hier für 345.000 weggegangen. Und hier ist er mittlerweile auch schon bei 346.000 Coins. Ich nehme an, dass diese Karte auf jeden Fall nochmal deutlich sinken wird. Deswegen, wenn man diese Karte für unter 300.000 Coins mitnehmen könnte, wäre das auf jeden Fall etwas Gutes. Sobald Footbin funktionieren sollte, findet ihr das auf jeden Fall in meiner Instagram-Story. Habt aber bitte im Kopf, dass das echt risikoreich ist, aber so Karten wie Malacia können sehr, sehr stark rebounden. Aber really, denkt ans Risiko. Bitte denkt ans Risiko. Bei Badashil ist das so ähnlich. Ich weiß leider echt nicht, wie man den ausspricht, also sorry an der Stelle. Der ist momentan bei 120.000. Solltet ihr den im Laufe des Abends für unter 100.000 bekommen oder irgendwie an der Grenze, so 104, 105, dann ist das auch eine Karte, in die ihr sehr, sehr gut reingehen könnt. Aber auch hier, wie gesagt, sollte Footbin funktionieren oder ich kriege das über die Konsole mit, dann werde ich das auf jeden Fall in meiner Instagram-Story teilen. Das ist ganz wichtig, weil solche Flips sind unfassbar risikoreich und da kann man sich schnell mal die Finger dran verbrennen. Und das war's auch mit dem Video. Du wolltest Coins, jetzt kannst du Coins machen. Lass Like da, abonniert Channel und wir sehen uns morgen zur Trading-Methode. Let's go, küss euer Herz, habt eine schöne Woche.